So, und damit herzlich willkommen zurück. Mal eben gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja, sie läuft. Sehr gut. Zu diesem Fandios. Moment. Ach, da musste ich niesen. Dann versuchen wir mal dieses Rätsel nochmal. Also, wir waren ja stehen geblieben, dass wir das schon mal hatten. Dann das und das. So. Jetzt war ja, wenn ich jetzt darüber gehe. So, dann konnte der Löwe nachkommen. Und dann der. So, jetzt müssen die Schlangen alle einen rüber. Dann muss jetzt die Schlange einen rüber. Moment, Moment, Moment. Wo bin ich jetzt? Da. Ganz langsam, Christoph. Jetzt nicht überstürzen. Dann eins. Dann muss die Löwen alle einen durch. Dann muss der ran. Dann können die Schlangen alle ein rüber. So, und dann können die Löwen jetzt auch alle einen rüber. So. Was haben wir da? Ich hoffe, das geht jetzt auf. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Sehr schön. Ein kleiner Spiegel. Eine schwarze Kerze. So, wir haben die schwarze Kerze. Damit können wir jetzt zurückgehen. Moment, irgendwas stimmt ja auf dem Zeitmonitor nicht. Moment. Geht sofort weiter. Ich muss mal eben kurz, wo ist denn der OBS? Da ist der. Okay, wunderbar. Die Datei entsteht auch. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt in Luisas Zimmer gehen. Und da die Kerze anstecken. Es fehlt trotzdem noch ein Objekt. Ein Sp kleiner Sp Ach so, Moment, der kleine Spiegel. Passt der da irgendwo hin? Ah. Sehen Sie nur, in dem Spiegel öffnet sich ein geheimer Korridor hinter dem Spiegel. Now it's possible to cross the mirror. Louisa's secret shelter. How could it be? Don't disturb yourself, my friends. Let's continue our investigation. Ich bin mal gespannt, wie Holmes das alles aufklärt. 4 von 6. Okay, da haben wir jetzt die Teile drin. 2 fehlen uns noch. Eins fehlt uns noch. Ah, seltsames Schild. Jetzt sehen wir die Rückseite quasi des Raumes. Jetzt. Ah, interessant. Moment. Das Bild. Ist das eine dunkle Ecke? Nein. Da haben wir dann das da. Okay, schauen wir erstmal weiter. Hier ist nichts mehr. Tipp. Da. Ein Schemastück. Das bringt uns noch nicht weiter. Da ist was. Wie kann man sich denn bitte schön so eine Zuflucht machen? Naja. Schauen wir mal auf die Karte. Und hier ist auch noch irgendwas zu tun. Was haben wir denn da? Ein Lappen. Ah, damit können wir jetzt wahrscheinlich mit Alkohol befeuchten. Alkohol gibt es wahrscheinlich in der Küche. Ne, hier gab es nur was. Krug? Nein. Alkohol. Wo gibt es denn Alkohol? Ach, ich weiß, wo es den Alkohol gibt.
Ich glaube, das ist der Whisky. Klar, jetzt geht die Flasche auf. Ist richtig. So. Sauberes Schild. Mehr für das Symbol. Wir sollten einen Abdruck davon machen. Okay, da brauchen wir jetzt das Blatt Papier. Und die Kohle. Okay, damit haben wir das Bild auch abgeschlossen. Sehr schön. Damit ist bei Sir Roger definitiv alles fertig. Gibt es ein Geräusch? Nein. Gibt es ein Geräusch? Nein. Okay, hier sind wir fertig. Das ist schön, dass das so das anzeigt. Ich glaube, bei Grim Tales war das immer so, dass man dann in die Räume nicht mehr rein konnte. Wo waren jetzt hier? James Raum. Eingangshalle. Was haben wir hier? Symbole. Kerzen. So, ich möchte gerne mal eben das Ding hier für das obere Ding einsetzen. So. Das Rätsel wird mir bestimmt auch noch den einen oder anderen Nerv kosten. Okay, James Raum. Schauen wir mal kurz in die Karte. Da ist jetzt alles fertig. Das heißt, den Raum können wir umgehen. Jetzt müssen wir... Hier ist offenbar noch was. Was haben wir denn? Ne, da geht's nur zurück. Okay, da haben wir das Bild. Tipp. Ach, ein Gemäldestück. Das war auch gut versteckt da oben. Tut mir leid, dass ich jetzt doch so oft das Ding nehme. Oh, was haben wir denn hier? Hilfe! Drehen Sie die Teile, um das Bild zu vervollständigen. Kann man die auch verschieben? Okay, nee, man kann die nur drehen. Okay, das ist auf jeden Fall der springende Hund. Okay. Wir können uns eigentlich so grob an dem Hund orientieren. Also ich werde mich bemühen, in Zukunft weniger den Hilfemodus zu nehmen. Weil das nervt mich selbst eigentlich ein bisschen, muss ich zugeben. Nein, nein. So ist gut. Dann so. Dann haben wir den Hund schon mal vervollständigt. Dann müssen wir das da so drehen. Dann, was haben wir denn hier? So. Dann können wir den Mond komplettieren. So. So. Jetzt gucke ich gerade mal, was ist das denn hier? So passt das. So passt das aber noch nicht. Das ist alles richtig hier. Hier oben. Okay, der muss so sein. Das ist so richtig. Das ist so richtig, weil hier die Blätter, seht ihr da? Hier, guckt mal da. Und jetzt sind die vervollständigt. Okay, das ist alles richtig, behaupte ich jetzt einfach mal. Ach, jetzt ist es richtig. So, das sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Der Hund ist an sich auch richtig. Hier ist auch... Das hier sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist auch richtig, weil hier die Federn sind. Das ist richtig. So. Nein. Ah, jetzt ist richtig. Wirklich, du hast ein Bild gelöst. Das haben wir. Ach, da ist das Marionettenkreuz. Sehr richtig. Das ist hinter... Okay, damit können wir jetzt in die Vergangenheit reisen. Dann haben wir hier... Das Kristallauge. Weißt du? Wieso ist das Kristallauge da? Okay, wir reisen. Once again, some minutes after the attack. Ja. If Sir James was killed not long ago, why is there no trace of his body? And what if the animal that has taken his life is still here? It may be somewhere outside. Stay away from the window, Henry.
If an animal is responsible for such a mess, it certainly must be big enough to carry away a human body. Das stimmt. You think that these murders might not be the work of a man, Holmes? No, a man could not do such damage. On the contrary, a man would be perfectly capable of raising an animal. Ja, ich denke mal, jeder von euch kennt ja die Story. Deshalb brauche ich die, glaube ich, nicht weiter erwähnen. So. Afrika. Ein Sack, ein Ring, ein Papierrolle, ein Schädel, eine Spinne, eine Tabakpfeife. Wo ist denn Afrika? Eine Uhr, ein Hammer. Erstmal gucken. Erstmal ein bisschen hier orientieren. Da ist die Spinne. Da ist der Schädel. Da ist die Uhr. Da ist die Tabakpfeife. Was ist denn das für ein Hammer? Dieser Reflexehammer wahrscheinlich, ne? Ein Sack. Das ist eine Tasche, okay. Papierrolle. Ah, da ist Afrika, okay. Da ist eine Lupe. Ein runder Schlüssel. Dann kriegen wir das als nächstes. Eine Lampe. Jetzt weiß ich ja, wonach ich meine Lampe ausschalten muss. Eine Zeitung brauchen wir auch noch. Und ein Stift. Ein Stift habe ich doch gerade irgendwo gesehen, oder? Ja, da. Da ist das Hämmerchen. Die Papierrolle. Was haben wir denn noch? Eine Münzen. Münzen. Das sind die Münzen. Ah ne, das war der... Bravo, 100 Objekte gefunden. Sehr schön. Das war... Was war das denn jetzt? Das war der Sack. Das sind Tabletten. Das ist ein Löffel. Eine Büroklammer, eine Weihnachtskugel. Da sind die Münzen. Dann brauche ich noch die Lampe. Finde ich aber interessant, was sie aus dem Spiel gemacht haben. Der Ring. Ein Ring, sie alle zu finden. Auf ewig zu binden und ewig im Dunkel zu halten. Oder wie war das? Ich kann mir den Spruch nicht merken. Da haben wir die Zeitung. Okay, ist das die Papierrolle? Nein, das ist nicht die Papierrolle. Was ist das denn da oben? Ach, da ist die Papierrolle. So, ist das der Ring? Nein. Jetzt brauchen wir noch die Lampe. Das sind Kerzen, halt umgeschmissene. Nein, das ist auch nicht die Lampe. Wo ist denn die Lampe? Ach, siehst du, jetzt meine ich eine Öllampe. Ach. Und ein Ring. Ein Ring. Das sieht eher aus wie ein Armreif. Okay. Wow. Klasse, du hast drei Filme nacheinander in jeweils unter 3 Minuten abgeschlossen. Okay, wir haben da 2 Achievements gerade freigeschaltet. Animationsorgan, die Lunge und das Herz, um genau zu sein. Okay, was haben wir da? Ein Wappenstück. Ach ja, wir müssen ja Wappenstücke suchen. Schemastück. Können wir uns noch ein Wimmelbild anschauen? Glas, sehr dick, sehr viel Kraft, um es zu zerdeppern. 2. Damit haben wir. Das für Schlossmechanismus, das Ding fertig. So, dann gehen wir hierhin zurück und können das jetzt hier einsetzen. So, das muss wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. So ging das. Die Klappe ist offen. Ja, sehr schön. What a smell. It is untenable. Nicht auszahlen. Your uncle was right, Henry. Sir James was interested in canine anatomy. And his fear drove him to perform experiments that his own ethics should have condemned. Tragic. Frankenhund.
Ich kann mir nicht vorstellen, welche Schmerzen dieses Tier erleiden musste. James war wohl ziemlich verzweifelt, dass er zu solchen Mitteln griff. Ein Brunnenstück. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.